Moin, ihr Fuchs da draußen, willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Spyro 3, Year of the Dragon. Wir sind momentan noch, ich habe vergessen, wie das Level heißt, irgendwas mit Eis. Es ist ja eisig und sehr rutschig. Wir haben hier getanzt und alles mögliche gemacht und sind jetzt nun gerade dabei herauszufinden, wie wir unter das Level kommen. Läuft bei mir heute. Man merkt, ich bin ein bisschen durch den Wind, ne? Zu viel Haushaltsarbeit, Gartenarbeit, Rumgeräumarbeiten, aber Es nähert sich langsam dem Ende. Es gibt nämlich hier einen, wie ihr seht, unten drunter. Und wir müssen jetzt rausfinden, wie man da hinkommt. Hier muss man irgendwie runterkommen. Also hier ist man schon drinnen. Dann geht's hier weiter lang. Hier ist man auch schon drinnen. Wie kommen wir da rein? This is the big question. Wie kommt man da unten hin? Und das müssen wir jetzt rausfinden, liebe Leute. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das rausfinden werden. Ich habe schon so eine Idee. Ich glaube, am Ende vom Level kann man seitlich diese Treppe runterlatschen. Und das wird uns da wohl hinführen. Würde ich jetzt mal so annehmen. Ich sehe keinen anderen Weg aktuell. Hier kann man nicht wirklich durchgucken. Somit weiß ich nicht, ob es da einen unten gibt. Hier hinten geht es hoch. Das führte uns aber nicht dahin. Bedeutet, wir müssen jetzt erstmal da lang. Bei der guten Eis-Dance-Prinzessin können wir wahrscheinlich sogar nochmal tanzen. Und dann gibt es nochmal ein Ei. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen schwerer und dauert länger. So. Und hier habe ich gerade eben irgendwo eine Treppe gesehen. Ich meinte doch nur, oh mein Gott. Aber ich denke, das war eine Treppe. Da. Da ist eine Treppe. Ja, da musst du auch erstmal drauf kommen. Das ist ja fies. Okay. Vorsichtig tapsen wir mit Spyro die Treppe hinab. Okay, we can do this. Ah, extra Level hat uns aber immer noch nicht unter das Ding geführt. Irgendwie muss man doch da drunter kommen. Das sind wahrscheinlich die Diebe. Oh shit, ja. Let's fucking go. Ich muss auch noch springen. Ach du Scheiße, guckt euch das an hier. Holy shit, holy shit, holy shit. Woohoo! Da-da-da-da-da. Wow, scheiße. Ich muss erstmal den Weg kennenlernen, bevor ich mich da drauf versteifen kann, den irgendwie zu erwischen. Okay, wir rennen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt ein bisschen. Ich sehe schon, Leute. Oh shit, falscher Weg. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich mich da eingegruft habe, den richtigen Weg zu finden. Okay. Wo ist er denn jetzt? Da. Okay, wir müssen ihn kriegen. Abkürzen, abkürzen, abkürzen. Die Musik, Alter, macht mich fertig. Scheiße. Okay. Das wird widerlich, ich sag euch das. Das wird widerlich. Vor allem scheint er nicht immer den gleichen Weg zu gehen. Der variiert auch noch, der Sack. Oh. Oh, das war jetzt unerwartet, okay. Das ist blöd. Jetzt weiß ich nicht, wo der hin ist. Oh, da, auf der anderen Seite. Okay, Moment. We can do this. Wir kriegen den gelben, wir kriegen den schon noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Jetzt aber. There we go. Okay. Das ist ja ekelhaft. Habt ihr nicht vermisst, ne? Der Fuchs wie so ein Irrer hinter so Eierdieben herrennt. Ah, warte mal ab. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht näher. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher geworden im neuen Teil, dass man nicht mehr so... Du musst ja wirklich jeden Pixel mitnehmen. Jede kleine Ecke musst du schneller sein, sonst kriegst du die nicht. Und hier darf man aber nicht zu nah. Oh, scheiße, nein. Wir waren so damn close. Will ich damit leben? Nein, immerhin. Das war sehr, sehr synchron, Leute. Respekt. Okay, let's do this. Wir scheinen immerhin keine Leben zu verlieren. Das finde ich schon mal nett in so einem Stresslevel wie diesem hier.
Wo man halt ganz gut und gerne auch mal runterfällt, ne? So, wo ist denn jetzt der Gelbe? Kann ich nicht hier sein. Irgendwo muss der doch sein. Ist vielleicht irgendwie ein bisschen schwachsinnig, einfach nur rumzurennen. Ja, immerhin ein Ei haben wir schon mal. Scout. Okay, Scout Moonwalk erstmal ein bisschen, um seine Freiheit zu genießen. Alles klar. Let's go. Nun den Gelben noch. Du, ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich habe eine Idee, wie wir nach unten kommen. Au, fuck. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir nach unten kommen durch diese Eisdecke. I have an idea. So, Moment, jetzt müssen wir uns aber erstmal konzentrieren, Leute. Wie er auch selber sich immer nur ganz kurz vorher entscheidet, wo er lang rennt und auch so ein bisschen antäuscht, dass man auch bloß vielleicht in die falsche Richtung rennt. Was ein Arsch. Wart mal ab, du. Oh, scheiße, nein. Das wird noch widerlich. Das wird noch richtig widerlich. Und habe ich immer noch 7 Leben? Ja, okay, dann bin ich zufrieden. Solange ich keine Leben verliere, alles cool. Alles gut. Ich mache das hier so lange, bis wir den haben. Wir kriegen den, Leute. Wir kriegen den. Oh, was war das? Was war das? Stimmt die wie dir. So kann sich doch niemand bewegen. Auch kein Eierdieb in Spyro. Okay, let's go. Nö. Let's go, let's go, let's... Oh, scheiße, du. Ja, mach das schon klar hier. Er regelt. Er regelt. Jetzt ist der Moment, wo wir ihn eigentlich kriegen müssten. Komm schon, 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 ja, nein, oh Gott, ich fasse es nicht. Es fühlte sich schon richtig an, ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte meine, oh, das darf nicht wahr sein, Alter, das darf nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Hörner waren schon in seinem Arsch, ich habe das schon gefühlt. Aber es war noch nicht so. Okay, let's do it again. Okay, let's go, ich rufe mich hier einfach mal ein bisschen ein, ja, okay, ihr müsst da jetzt durch. Ihr müsst jetzt durch, wie ich mich eingroove. Grooven, spürte den Groove. Der Groove, der königliche Groove. Ja, nix, mein Freund. Ja, jetzt schneide ich dir richtig den Weg ab. Jetzt schneide ich dir richtig den Weg ab. So, pass auf. Hier müssen wir jetzt eng, aber nicht zu eng. Okay, hier auch wieder das gleiche Spiel. Ja. Oh, warum bin ich nicht gesprungen? Warum bin ich nicht gesprungen? Langsam tun mir meine Fingerchen weh. Vom festen Reindrücken des Knopfes. Man wird halt auch langsam nervöser, wenn es nicht klappen will. Okay, come on. Ich krieg dich. So, Moment, Moment, Moment. Wir haben es gleich. Wir haben das gleich, Leute. Ich kann das fühlen, wie jetzt. Oh. Scheiße. Okay, let's go. Eigentlich dürfen die das nicht einfacher machen. Das geht auch einfach nicht. Das muss so bleiben. Das gehört nun mal dazu. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Ich bin doch schon in dir. Ohne Spaß. Guckt euch das an. Oh nein, wo geht der hin? Nein, nein, nein. Ich war doch schon in ihm. Okay, guys. Let's try it again. Wir bleiben entspannt. Das Wichtige ist, du musst einfach entspannt bleiben. Ah, es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel, wo dich echt disst gerade hart. Es ist nur ein Spiel, in dem ein gelber Typ mit einem Ei vor dir wegrennt. Und der ist verdammt nochmal schnell. Okay. Und wir kriegen... Oh, das war knapp. Das Problem ist, umso näher du dran bist, dann siehst du langsam immer später, wo er hinrennt. Und dann wird es immer schwerer, rechtzeitig die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du rennen musst. Alter Falter, das ist schon... Die Typen, die das dann... Weißt du, dann, ich muss mir so Toys for Bob vorstellen, wie die das dann erstmal überhaupt nachbauen mussten. Und dann musst du das testen und... Ich dreh durch. Ich bin in den falschen Kackweg gelatscht. Ich glaub's ja wohl nicht. Da wird man bestimmt irgendwann relativ entspannt. There we go. Er rennt einfach weiter, finde ich gut. Ich renne jetzt zwar nicht mehr hinter ihm her, aber er sagt sich, weißt du, komm. Spyro. Spyro, ich mach dich fertig. Spyro wird dir den Po aufpieken. Oh mein Gott. So Leute, jetzt wird er aber gepiekst. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ich würde ja auch Feuer machen, aber ich habe Angst, den Feuerknopf zu drücken. Ich weiß gar nicht, ob das geht, wenn wir rennen. Nee. Oh, fuck. Okay. Das war irgendwie ganz cool. Okay, okay. Jetzt ist das der Moment. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich bin zu früh gesprungen.
Let's do it. Einfach machen. Manchmal muss man auch einfach mal machen. Ey, ich sehe das schon 5 Folgen später. Fuchs, total verzweifelt. Hat schon angefangen, sich hart den Apfelkorn reinzuschmeißen oder so. Apfelkorn ist ekelhaft übrigens. Hashtag Real Talk. Ich kann das nicht mehr ertragen. Nein, keine Sorge. Bin Fan. Alleine die von der Laufanimation kann ich mich nicht satt sehen. Die ist so süß. Diese Beinchen so, wie er so rennt. Wo ist das Vieh jetzt? Oh, holy Scheißdreck. Okay. Ich darf nicht so laut ins Mikrofon schreien. Das übersteuert. Ist nicht gut. Muss hier langsam fertig werden. Aber ich kann jetzt auch irgendwie, guck mal, ich verzweifle jetzt schon langsam, man merkt das schon, ne? Aber ich kann jetzt halt auch nicht aufhören, weil ich will das jetzt auch fertig kriegen. Ich will den besiegen, weißt du? Es ist einfach so ein, es ist einfach inneres, ja, ich will das jetzt. Ich will das jetzt. So, vor allem, wir waren schon so nah dran. Wir waren ja quasi schon mit dem Kopf in sein Po. Und da willst du eigentlich gar nicht hin. Weißt du, das ist ja gar nicht dein Ziel. Da willst du ja gar nicht hin. Du gibst mir jetzt dieses verdammte Ei zurück, ist das klar? Oh, das gibt's ja wohl nicht. Wie er am Lupfen ist, Mann. So, Digga. Ei, jetzt. Oh, oh nein. Habt ihr das gesehen? Ach, oh, ich dreh durch. Okay. Okay, ich muss daran... Okay. Das war mies. Mies war das. Das ist eine kleine, miese Sau. So, mein Freund. Renn du mal ruhig durch die Gegend. Irgendwann wirst du müde. Du wirst irgendwann müde werden. Ich werde nicht müde, nein. Mir tun nur die Finger weh. Aber du. Du wirst müde werden. Und dann wirst du dieses Ei nicht mehr so festhalten können. Und dann werde ich mit meinem Horn in deinen Hintern pieksen. Das wird jetzt nämlich gleich sein. Komm schon! Fuck! Ah, oh, nein! Durch den Doppelsprung verlässt er den Schnellrennen-Kackmodus. Alter, ich dreh durch, komm schon. Ich muss dich fertig machen. Ich muss das Ei haben. Gib mir den Ei. Gib mir das Ei. Okay. Diese eine Stelle, da habe ich momentan Probleme. Wenn diese zwei Wege verzweigen und man nicht weiß, in welchen er gleich rennt, da latsche ich dann immer viel zu spät in eine Richtung. Und deswegen latsche ich auf das Ding drauf, rette mich noch mit einem Sprung. Und danach ist der Weg aber zu kurz, um wieder in den Supersprint reinzukommen. Und damit war's das. Das darf jetzt gleich nicht passieren. Come on. Ist er schon lang nicht mehr lang gelatscht? Komm schon! Scheißdreck. Jetzt aber. Ich muss ihn jetzt kriegen. Ich muss. Ja! What the fuck? Ja! Oh, Betty, das war richtig Arbeit. Ich hoffe, du weißt, das zu schätzen. Zap! Okay, nix wie weg hier. Wir haben alles geschafft, aber wir waren immer noch nicht unten. Wo geht's denn hier raus? Okay, da. Ich finde schön, dass diese Extra-Level unbegrenzt Leben haben. Das finde ich sehr, sehr nett. Sehr nett. Sehr nett. So, jetzt haben wir alle Eier. Das ist doch schon mal schön. Jetzt, wir könnten natürlich noch alle von diesen Rubinchen oder Wertschätzen, alles einsammeln. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen jetzt noch nach unten zu kommen. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir auch erstmal fertig. Ich habe noch eine Theorie. Und zwar so. Oh nein, man kann ja gar nicht springen. Warte, meine Theorie ist wie folgt. So. Au. Das hat wehgetan. Das ist da hinten irgendwo hier, wo das so transparent ist, dass das hier funktioniert. Ja, klappt aber nicht. Ich muss ja irgendwie nach da unten kommen. Vielleicht hier in dem Weg. Irgendwo muss es ja nach unten gehen. I don't know, wie man nach da unten kommt. Ohne Spaß, ich habe keine Idee. Vielleicht gibt es später eine neue Fähigkeit oder sowas. Super Feuer. I don't know. Aber aktuell habe ich keinen Plan, wie wir da wohl runterkommen. Vielleicht draufschießen. Mit der Kanone? Aber ich glaube, die kann nicht so tief. Ich versuche mal von hier den Kopfsprung da. Nee. Also, I don't know. Aber das Wichtigste haben wir ja, die Eier. Und Geld für den Geldsack haben wir auch genug. Das wird schon klappen. Dann lasst uns erstmal dieses Level verlassen und auf ins nächste gehen. Bin schon ganz neugierig, was uns als nächstes erwartet, muss ich gestehen, weil es ist einfach so abwechslungsreich. Es gibt so viele verschiedene Themes und Level und Ideen und Charakter. Das ist einfach so großartig. Okay, so. Los geht's. Wo geht's denn jetzt hier nach Hause? Ah, hier. Zurück. Boff. Speichervorgang. Memory-Karten nicht entfernen. Habe ich nicht gemacht?
Automatisch Speicher nicht verfügbar. Memory Card wurde ausgetauscht. Wurde sie nicht. Zurück nach Gartenstadt. Wir müssen gleich mal die Memory Card einmal neu speichern, damit er nicht rumnervt. So, oh, wo waren wir denn jetzt? Wie hieß denn das Level? Das muss ich mir mal gerade merken. Eisspitze, alles klar. So, wir gehen jetzt erstmal eben auf die Optionen. Dann sagen wir Spiel speichern. Los, Sparks, gib mal alles. Bitte warten. Steckplatz 1. Damit er nicht die ganze Zeit diese Fehlermeldung wirft, speichern wir jetzt nochmal ganz fresh in... Ja, das Symbol bleibt gleich. Sagen wir speichern, ist alles cool. Weiter. So, gespeichert. Dann haben wir das hier erstmal gemacht. Was gibt's denn hier noch so? Sieht ja auch ganz groovy aus hier. Wo kamen wir her, ne? Was erzählst du so? Wer bist du? Was willst du? Wenn du aus jeder unserer fünf Welten eine Person zurückbringen kannst, helfen wir dir, diesen Kreisel zu benutzen. Was für eine Person? Achso, ich habe Dark zurückgebracht, alles klar. Fünf Welten gibt es und wir müssen überall eine Person zurückbringen. Das kriegen wir wohin, oder? Erstmal tauchen. Es ist schön, wenn Wasser mal nicht gefroren ist. Ah, ein Ei. Dave. Dave ist nicht da, Mann. Hi, Dave. Bye, Dave. Wuhu. Ich bin mal auf jeden Fall auch gespannt. Jetzt habe ich wieder vergessen, den Namen rauszusuchen. Shoutout geht nächste Folge raus, ich schwöre. Und Spaß. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit mir? Nächste Folge, ich verspreche es. Ich habe sogar noch dran gedacht, aber dann hat mich jemand auf Telegram angeschrieben. Dann musste ich antworten und habe es wieder vergessen. Aber gleich. Ich habe ja noch ein paar Folgen, habe ich noch Zeit, diese Aufnahmesession. Wir kriegen das noch hin. Hallo, so viele kleine süße Hasen. Ich höre hier ganz eindeutig ein Mäh. So, aus dieser Höhle kamen wir. Was ist da los? Geht's schon wieder los? Geht das schon wieder los? Oh, ich dreh durch. Ich muss schon wieder einen mit dem Ei verfolgen. Oh, der. Wenn wir zu weit vom Weg abwandern, dann rennt er weg. Langsam. Oh, was eine Sau! Okay, wir müssen wirklich auf dem Weg hinter ihm herrennen. Möglichst auf dem Weg bleiben und einfach immer langsam näher und näher kommen. Damit er nicht umdrehen kann. Okay, let's do this. Heute ist die Folge, wo der Fuchs Leuten mit Eiern hinterherrennt. Mehr passiert heute nicht, habe ich das Gefühl. I'm just verfolging guys with eggs. Ah, there we go. Das war zum Glück nicht so schlimm. Trixie. So hieß meine allererste Katze. Trixie. Die powerful almighty Trixie, die kenne ich auch noch. Da kommen wir erstmal noch nicht ran. Okay, dann lass uns mal weiter umschauen und dann mal gleich das nächste Level aufsuchen, ne? So ganz gemütlich. Wir haben keinen Stress hier, ne? Wir müssen auch keinen Stress schieben. Hier sieht das auf jeden Fall so aus, als wäre hier das nächste Level versteckt. Aber alles entspannt. Wir wollen ja keinen Stress schieben. Ah, hier kann ich den nächsten Charakter freischalten. Wie auch immer er heißt. Oh, mein lieber Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen frechen Vogel erwischt, wie er in ihrer Feuerwerkfabrik Raketen gezündet hat. Ich wäre aber bereit, ihn deiner Obhut anzuvertrauen. Vorausgesetzt, dass du seine restlichen Strafen zahlst. Ja, was denn für Strafen? 700, natürlich, Gönnung. Was für ein Trottel. Ich meine, das ist die beste Tat, die du je vollbracht hast, Spyro. Und so weiter und so fort. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich hab's schon verstanden. Oh, die Ende ist am Quaken. Ist ja gut. Oh, Bird James Bird. Das hören wir uns jetzt aber noch an. Kleine Zwischensequenz von Bird James Bird. Ja, sieht schon ein bisschen crazy aus. Master Bird, 9068, warte auf Befehle. Ich denke, dafür ist dein Chef zuständig.
Hey, was sind das für Dinger? Die neueste militärische Ausrüstung, DBX-9, Raketenwerfer, neueste Technik. Und warum hast du sie nicht zur Flucht eingesetzt? Weil ich nur begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Bam! Sag, wo kommst du her? Ich dachte, Drachen seien schon seit 1000 Jahren ausgestorben. Nun, die Gerüchte über unser Aussterben waren leicht übertrieben. Wir wollten lediglich ein bisschen Ruhe. Nun, wenn du Ruhe willst, dann solltest du meiner Heimatwelt für eine Weile fernbleiben. Ich werde wohl einige Wochen Rhinoxe sprengen. Mach's gut! Rhinoxe sprengen klingt sehr witzig. Okay, das Abenteuer geht weiter. Gut, ihr habt die Ente so ein bisschen quaken gehört. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und werden ein paar Rhinoxe sprengen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.